Hast du eine Handfeuerwaffe? Nee. Eine Pistole habe ich nicht und nur die Munition nicht von euch. Also Munition wäre echt cool. Oder eine Ja, ich glaube, du Pistole, hast aber nicht die richtige Munition für Pistolen, aber da drüben liegen Pistolen. Vielleicht willst du da schon eine abgraben. Bitte. In meiner Erfahrung sind diese kleinen Dinger hier, diese Flachbauten, relativ ineffektiv. Da findest du nur sowas wie Klamotten und Helme. Wenn du Waffen suchst, ah, sind das okay. Gebäude, die entweder militärische Gebäude sind, also so lange Baracken, oder zweistöckige Gebäude. In der Baracke sind Pistolen. Das ist da vorne. Hier? Ja, hier drin. Hört mich ja noch gar nicht. Oh, cool. Wo wurden die untergebracht, die Pistole? Entweder in dem Handheld oder den hast du jetzt halt nicht, die musst du so dann unterbringen. Aber die verbraucht... Im Rucksack? Ja, im Rucksack oder in der Weste, die du jetzt gefunden hast. Normalerweise steckst du die halt in den Handheld, aber die Weste gibt mehr Platz. Ach so, ja, ja. Ah, okay. Und was braucht die für Munition? Die habe ich nicht, wa? 357er. Ja, genau. Wie kann ich den Kompass eigentlich bedienen? Ich hab den jetzt in der Hand, ich sehe den gar nicht. Leertaste, dann machst du ihn auf und dann kannst du drauf gucken. Wenn es nicht geht, dann mach mal das Mausrad. Dreh mal das Mausrad und dann benutzt du das. Mit dem Mausrad kannst du immer so eine Option drehen und dann müsste neben deinem Cursor sowas stehen wie auföffnen oder so, irgendwie so. Genau, jetzt ist auf. Ich kann noch nicht rauf gucken. Ah, okay, ich muss die Perspektive ändern. Jo. Und dann ging es ja los. Wie die Verrückten, wir haben da noch ein bisschen rumprobiert, die haben mir noch ein paar Sachen erklärt, diese Jungs. Es ist echt eine coole Erfahrung, wenn man da so nette Leute kennenlernt. Eigentlich die ganze Zeit immer nur befürchtet, umgebracht und erschossen zu werden, und dann drei nette Leute. Aber da es ja bei DayZ ums Überleben geht, haben die Jungs natürlich auch hier wie die Verrückten gelootet. Die sind immer vorgerannt, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Jedes Mal, wenn ich angekommen bin, hatten die Halle dann schon abgesucht. Und dadurch habe ich im Endeffekt keine Munition gefunden. Also ich hatte dann irgendwie die 30 Kugeln, die sie mir ganz am Anfang gegeben haben. Und da ich ja nun im Prinzip mehr als genug gefunden habe und auch von den Leuten bekommen habe, habe ich mich dann ehrlich gesagt doch gar nicht getraut,
da nochmal zu fragen, ob sie mir dann noch Kugeln abgeben und so, aber wie ich jetzt weiß, waren ja die gelben Koffer solche Kisten, wo noch zusätzliche Slots sind und ich denke mal, die waren wahrscheinlich randvoll bis sonst wo, die hatten wahrscheinlich bedeutend mehr Munition, als sie überhaupt gebraucht haben. Aber ich denke mal, wenn sie wirklich zu viel gehabt hätten, so dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit, dann hätten sie mir bestimmt auch was abgegeben. Was ich mich gerade frage, ob man diese gelben Munitionskisten, ob man da jetzt was reinmachen kann, das irgendwo im Wald verstecken kann und sich später dann wiederholen kann. Vorausgesetzt, man geht auf den gleichen Server. Naja, das Ganze ging dann noch eine Weile. Insgesamt habe ich dann bis früh um 2 gespielt. 3 Stunden insgesamt. Das sind jetzt hier die 3 oder 4 Folgen, werden es dann insgesamt sein, glaube ich, die ich dann daraus zusammenschneide. Aber ich sag euch, Leute, das war ein richtig tolles Erlebnis und dafür, dass ich eigentlich ja auf Einzelgänger machen wollte, im Prinzip nur aus Selbsterhaltungstrieb da den Friendly dann gesagt habe, damit die mich halt nicht erschießen, dass die dann noch so cool mit mir rumgezogen sind, fand ich dann doch richtig cool. Ah, hier können wir rein. Oh ja. Wow. Ja doch, hier kannst du rein. Bisschen hier. Munition wäre cool. Waffenteile. Überhaupt oder eine Waffe. Nichts. Thank you.
Ja, gelb ist schon ganz schön auffällig. Deswegen habe ich es gewechselt. Ist auch praktisch der schlechteste. Ja. Wart ihr hier schon? Nee, noch nicht. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so gut wie alle Zelte mal einmal durchgeguckt. Oder hier vorne in dem. Das kommt mir so verdächtig vor. Und der komische Tarnbunker, der spawnt auch nichts, glaube ich. Das ist nur Schussanlage. Da oben ist auch nichts drin. Wart ihr schon oben? Wir gehen jetzt weiter. Oh, was ist das? Dixie-Klo. Geil, die kann man auch. Ich glaub's nicht. Das ist so geil. Das ist so richtig hier, um sich auszulocken. Und dann kommt man aus dem Klo raus, wie ein Berserker. Ist ja geil. Immer vor, alle kommen zur gleichen Zeit aus den Klos hier raus. Das ist eine Überraschung, und greifen den Flughafen an. Ja, liebe fürs Detail, sind die neu oder waren die, sind die schon immer hier, die Klos? Ja, da muss ich höllisch aufpassen, wa? Oder würdest du sagen, das Risiko ist zu hoch, gib dich mit dem zufrieden, was also du hast? Dem, was du hast, würde ich dann sogar schon sagen, das kommt drauf an, wie viel Schuss hast du denn momentan? Genau. Warte mal. Eine 28? 28 habe ich. Und die anderen Teile, die ich habe, die passen ja gar nicht rein bei mir. Für... Ja, also 30 Schuss. Für 10 Mark habe ich was. 30 Schuss ist okay, aber ist nicht viel. Du kannst, das ist ja der Punkt jetzt, du kannst dich entscheiden, ja, mit 30 Schuss rumzulaufen. Wenn du ein friedlicher Typ bist, brauchst du die wahrscheinlich nie, weil wenn du mit der Waffe auf Zombies schießt, machst du sowieso mehr Panik als gut ist. Lieber mit der Axt oder wegrennen. Und die 30 Schuss brauchst du nur gegen Spieler. Und wenn du nicht gerne schießt, dann sind 30 eigentlich mehr als genug. Aber wenn du sagst, du triffst nicht gut, ah, okay, dann lieber vielleicht noch ein, zwei Magazine holen. Ja, mit dem Helm, schade. Eigentlich, fand ich Helm nicht so gut, also so von nicht so hübsch, sagen wir mal so. Deshalb hatte ich keinen. Weil ich nicht wusste, dass da ein gewisser Schutz über den Helm ist. Es gibt, glaube ich, einen grauen Schutz. Grauen haben diese Helm, grünen? Der sieht ein bisschen besser aus, der ist nicht, der passt mehr zu deinen Klamotten. Aber Helm generell sieht schon. Und dieser grüne Militärhelm, der hat denselben Schutz, ja, wie der Motorradhelm. Ich glaube, da wird noch nicht unterschieden, ob die Balliste schützen oder nicht. Ich glaube, da geht es in erster Linie, zumindest in der aktuellen Version, nur darum, dass Software nicht gleich einen Kopftrauma verabreicht, wenn sie dir einen Kopf schlagen. Ah, okay. Aber das wird später halt aktualisiert, dass zum Beispiel der Motorradhelm nur gegen Schläge hilft und nicht gegen Schüsse, während halt der Helm, den zwei von uns tragen, schon gegen Schüsse auch effektiver wäre, aber dafür das Gesicht halt nicht geschützt ist. Ah, okay. Und was die Gasmaske bringt, habe ich keine Ahnung. Ah, das wird auch noch kommen, denke ich. Das ist erstmal nur Deko, wa? Genau. Warten, gehen die Handschellen nicht mehr auf? Wir haben eine mittelschwere Krise. Gehen die ohne Schlüssel nicht mehr auf, oder was? Ach nein, habt ihr euch... Ja, eigentlich können wir die abschütteln, aber... Und jetzt müssen wir ihm Blut abnehmen, oder was? Ja, du kannst jetzt auf dein Inventar zugreifen, weil er gefesselt ist. Aufweia.
Oh Gott, das ist ja fies. Ja, das ist wirklich fies. Kriegt man jetzt nicht mehr ab? Ja, ich sehe keinen Menüpunkt, wo ich die irgendwie abnehmen kann. Das ist das Problem gerade. Oh Gott. Ach du das Scheiße. Kann ich da fällt mir gerade ein, ich glaube, da gibt's wirklich Schlüssel für. Ja, wir hatten schon welche gefunden, aber die behält man ja nicht, weil sie sinnlos erscheinen. Ja. Oh Mann, ey, wenn ihr jetzt... Oh, das ist doch echt scheiße. Wolltet ihr das ausprobieren, ja? Wir wollten es... Wir haben noch nie jemanden gefesselt, deswegen... Man steht schon ganz deprimiert da. Oh, jetzt geht er ganz traurig im Wald. Oh, cool. Cool. Aber nee, du blutest nicht, okay. Wie hat er das gemacht? Ach so, dann kann man die echt brechen nach einiger Zeit. Ey, kannst du nur was? Und er hat trotzdem mehrere Minuten draufhauen müssen. Ja. Ach so, okay. Wenn man richtig gute nimmt, dann wird er wahrscheinlich eine halbe Stunde oder sowas brauchen. Ist ja cool. Ja. Aber zumindest ist es theoretisch möglich. Aber es dauert so lange, dass die Leute dann eigentlich schon mit dir machen können, was sie wollen, die dich gefesselt haben. Und dich erschießen bis dahin, also. Ja. Jetzt habe ich vergessen, die Hosen. Es sei denn, du wärst jetzt, die würden dich gefesselt im Wald zurücklassen, dann könntest du halt. Mich würde ja mal interessieren, wie dieser Sack funktioniert. Man kann ja so einen Sack über den Kopf ziehen, wie der andere das denn sieht, ob der wirklich einen Sack vor der Fresse hat dann. Ach, dieser Kartoffelsack? Ja, es gibt so einen Entführungssack. Ich glaube, es wird Zeit zum Ausloggen jetzt. Jo, ich gehe mal wohin. Ja. Na, einfach in den Wald rein und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir am nächsten Tag nochmal checken wollen. Okay, Leute. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Jo, das war wirklich eine coole Aktion. Ihr habt ja jetzt die letzten zwei Folgen, wart ihr ja ein bisschen mit dabei gewesen. Insgesamt war die Aufnahmezeit, glaube ich, 3,5 Stunden. Das Ganze habe ich zusammengeschnitten und euch da so ein bisschen die Highlights mehr oder weniger präsentiert. Und das war echt eine tolle Aktion. Das waren richtig coole Jungs gewesen, coole Typen, hilfsbereit, haben mir so viel Sachen erklärt, haben mich ja mit offenen Armen empfangen, haben mir geholfen. Also ganz toll. An der Stelle muss ich mal sagen, Daumen hoch für die drei, richtig coole Jungs. Und ich bin ja in der Hoffnung, dass da noch mehr solche Leute bei DayZ rumlaufen. Und dass vielleicht sollte solche Leute später dann sich zusammentun und dann die in Anführungsstrichen Bösen vielleicht jagen und vernichten. So wie es halt sein sollte in solch einer Survival-Welt. Und das Ganze hätte natürlich nicht funktioniert, wenn ich nicht friendly mich verhalten hätte und wenn die sich nicht friendly verhalten hätten. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mal dabei. Wahrscheinlich bin ich dann wieder alleine unterwegs. Und ich hoffe, das wird dann nicht zu langweilig für euch. Tschüss.